in einem Konflikt hilft es immer, einfach mal um den Tisch rumzurennen und sich die Landkarte zum Beispiel mal von der anderen Seite anzusehen. Und Herr Pleitgen, ich möchte Sie auch bitten, mit Ihrer Antwort danach auch darauf zu reagieren. Schauen Sie sich einfach mal diese andere Perspektive an, wie man das Geschehen, was Herr Seipel skizziert hat, noch ein bisschen weiter zurückgehend auch sehen kann. Von Moskau aus gesehen ist die Europäische Union seit dem Mauerfall immer näher gekommen. Sie reicht heute bis zur russischen Grenze und bis ans Schwarze Meer. Und jedes der neuen Mitglieder wurde bisher auch Mitglied der NATO. Moskau sieht sich von der NATO betrogen. Denn nach dem Mauerfall hatten führende Politiker des Westens Zusagen gemacht. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Das Versprechen hielt nur kurz. Als die NATO 2008 auch noch Georgien und der Ukraine die Mitgliedschaft in Aussicht stellte, wurde Präsident Wladimir Putin deutlich. Die Präsenz eines mächtigen Militärblocks an den Grenzen unseres Landes wird in Russland als eine direkte Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes wahrgenommen. Und die Beteuerung, dass dieser Prozess nicht gegen Russland gerichtet sei, kann uns nicht zufriedenstellen. Wenn man da genau hingehört hätte, hätte man, glaube ich, vieles vermeiden können. Herr Altmaier, wenn Sie sich die Karte angucken, die Geschichte Genschers Versprechen, dann sind wir gar nicht die Harmlosen. Dann kann man durchaus sagen, wir haben dieses Land ganz schön in die Zange genommen.